Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3 mit meiner ersten Aufnahme im neuen Jahr. Toll, oder? Ich hoffe, ihr seid alle gut durchgerutscht. Nochmal, so nochmal aktuell. Ja, jetzt muss ich aber nochmal gucken, was wir denn überhaupt machen müssen. Klar, wir haben Story, das weiß ich noch grob. Aber wir haben hier noch so Siedlungsmissionen, die können wir mal machen. Und danach kann ich euch mal zeigen, was uns diese Siedlungsmission überhaupt bringen. Sprich, was für Vorteile wir daraus überhaupt ziehen können. Na, dann fangen wir erstmal ganz gemächlich an, wieder mit einer schönen Runde Nebentätigkeiten. Wer hat denn sowas nicht gern? So, und dann affen wir uns erstmal hier durch den Wald. Irgendwie, Hilfe. So. Dann machen wir das hier irgendwie. Laufen einfach mal. Na, Moment, ich muss ganz kurz Headset. So ist besser. So. Habe ich auch die Hand wieder frei. So, dann sind wir auch schon gleich da. Wir müssen. Boah, ist das hier eine Strömung? Gegen die Strömung schwimmen? Wie auch mit meinem Style. So. Wir müssen vermutlich irgendwem helfen. Unser Ale muss man probieren. Das sage ich dir. Ja, das will ich doch mal hoffen. Ich trinke kein Ale. Aber warum nicht? So, wen haben wir denn da? Oh! Hey, hi, Lance. Oh, du bist auch besoffen. Was ist denn los, Alter? Schwede. Alter, Schwedowski, was hast denn du hier getrieben? Kann ich das als Tätigkeit aufzeichnen? Nee, scheinbar nicht. Besoffene Menschen machen keine Tätigkeiten. Yo, hier geht ja was ab. Was macht ihr denn hier? Ein Raum im Gasthaus. Ach ja, alles klar. Ja? Ein Raum im Gasthaus? Ah. Hallo, Sir. Hallo. Möchtest du einen Schluck Ale oder etwas Brot und Käse? Connor, das hier ist Oliver und das ist Corinne. Tolle Leute. Olli, das ist Connor, der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Der Herr des Hauses! Der Herr! Wir waren auf der Durchreise und trafen eure Pächter. Sie hatten Durst und wir hatten ein paar Fässer dabei und... Ich bin kein Herr. Und das sind meine Freunde, keine Pächter. Was macht ihr auf der Straße mit einem Karren voller Ale? Gute Frage. Ist der König unsere Taverne einfach für das Militär geschlagen. Oh. Und uns auf die Straße setzt. Hey, ihr solltet ja siedeln. Hier fehlt eine Taverne. Sehr gute Idee. Irgendwie. Ohne das Gasthaus selbst haben wir keine Wahl. Und eins zu bauen ist teuer. Wir haben sicher Bedarf für etwas in der Art. Ich spreche mit meinen Freunden in der Mühle und sehe, ob wir nicht selbst eins bauen können. Wenn wir das arrangieren, würdet ihr denn erwägen, hier zu bleiben? Natürlich, Olli. Wir sind wieder Gastwirte. Süß. Die freut sich aber. Ja, schön, dann haben wir jetzt Gastwirte, ein Gasthaus. So, Oliver und Corinne helfen mit einer Investition von 1000 Pfund helfen. Na ja, das kriegen wir gerade noch so hin. Ja, dann helfen wir euch mal. Das sollte reichen. Jetzt bin ich pleite. Das wirst du nicht bereuen. Versprochen. Na, wir werden es mal sehen. Wir haben mich jetzt pleite, aber dafür können wir Alkohol kaufen. Das ist doch mal was. Das ist doch etwas, worauf man stolz sein kann. Alkohol ist immer eine Nichtlösung. So. Die Gastwirte können nun neue Dinge herstellen, zum Beispiel Pasteten und Alkohol. Geiler Scheiß. Genau, jetzt haben wir Pläne erhalten. Ganz kurz würde ich aber gerne mal hier in die Option verschwinden. Das war die Mission, ne? Genau. Gut, dass der Sound kommt, aber ja. Escape, 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 escape. There is no escape. Ich würde gerne nämlich in den Optionen ein wenig rumfischen. Mir kommt die Musik ein bisschen zu laut vor, oder? Wo müsste das denn sein allgemein? Ja, genau. So, Musik. Weiß nicht, so auf so vielleicht. Irgendwie kommt es mir doch sehr laut vor. Also irgendwie, man hört, die Musik übertönt definitiv das, was Connor sagt. Yo, der Lance, der macht hier wieder seinen Job. Aus diesem schönen Holz wird mal ein Schrank. Schön. Na gut. Ich finde, Enzyklopädie ist einfach mal, es ist eine super Sache, aber das dauert alles so viel. Deswegen pfeife ich mal ganz kurz drauf. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Überall, oh Gott, wir haben so viel zu tun. Können wir schnell eine Schnellreise machen?
Eine Schnellreise zum Haus der Schnellreisen mit der Schnellreise. Schnellreisen. Mit einem Popeisen. So, dann vorbei am Kriegsbeil. Möchte ich euch doch mal gerne das Buch da zeigen. Das magische. Nee, das war hier. So, da. Wo wir auch dann die ganzen Pläne einsehen. Das Geschäftsbuch, wo wir die ganzen Pläne einsehen können. So. Nun, dass sich ein Handwerker in ihrer Siedlung angesiedelt hat, wurde der Herstellungsbereich des Geschäftsbuches irgendwas. Ja. Ach, das ist ein Tutorial jetzt, okay. So, Enter drücken, um das Herstellungsmenü zu öffnen. So. Das bin nicht ich. So. Enter drücken, um Lance einem der Handwerkerfelder zuzuweisen. Okay, hier ist Lance. So. Ressourcen. Ressourcen. So, Enter drücken, um das Eichenholz dem Ressourcenfeld zuzuweisen. Okay. Und jetzt können wir Fässer machen. Yeah! Fässer. Lance kann aus dem Eichenholz Fässer herstellen. Diese neue Ressource kann jetzt verkauft oder zur Herstellung weiterer Waren genutzt werden. Der Plan für Fässer, Mümble, Pläne können jedes Mal außerhalb der Siedlung gesammelt werden. Jedes Mal, wenn sie einen Plan finden, wird er der Planübersicht im Geschäftsbuch angezeigt und noch irgendwas. Ich habe es nicht mehr geschafft zu lesen. So, aber wir können natürlich erstmal, also wir können natürlich auch anhand der, so viele Leute haben wir hier eh nicht. Also klar, wir können nach Handwerker, also nach, ja, wir können die Handwerker aussuchen. Wir können aber auch einfach uns die Pläne angucken. Zum Beispiel haben wir hier, nehmen wir an, wir würden fallen wollen. Dann sehen wir brauchen unten, unten links, wir brauchen Lance Stufe 2, wenn ich es richtig interpretiere. Ne, weil jedes Mal nach einer neuen Mission kriegen wir mehr Sachen und ich glaube, das kann man so als Stufen sehen, als Level. Ne, aber auch Kleinholz, Kuhhaut, wir haben weder noch, kann man knicken. Aber was wir machen könnten, ist zum Beispiel können wir auch nicht machen. Ja, jetzt können wir natürlich eh nicht machen, weil es entweder die Leute fehlen. Hier, das sind zum Beispiel die Erfindungen von den Büchern von den Franklin, diese Almanachseiten, die wir immer, nicht Franklin, das war Washington, ne? Doch, Washington war das. Die Almanachseiten, ne, Franklin-Ofen, Spezialgegenstände, Holster, genau, ein Konvoi können wir auch nicht machen, ehrlich? Warum nicht? Eichenrinde, toll. Nicht mal ein Konvoi können wir machen, Mehl auch nicht, noch. Spirituosen, ja, fast. Okay, die ganzen Kleidungssachen, die kann man auch super verkaufen. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr, irgendwas könnte man richtig gut verkaufen. Ja, ich sehe schon, wir können, also ihr seht es auch, wir können jetzt echt nicht viel machen. Uns fehlen entweder die Leute oder die Sachen. Können wir erstmal so vergessen. Dann gehe ich mal zurück. So, Handel, richtig, wir haben einen Konvoi, den wir losschicken können. Hier ist das Lager, können wir gucken, was wir so alles haben. Pipapo, super Sache. So. Wir können ja mal ein bisschen handeln, wir haben ja Geld nötig. Wir können mal eines von den 30 Trillionen Sachen verkaufen, die wir hier haben. Okay, wir haben eh nur den Einladen. Dann verhökern wir mal unseren Biberpelz. Ansonsten, ich glaube Bärenpelz. Ich lasse den mal für irgendwelche Sachen, die man vielleicht machen kann. Ja, war ein super Satz. Hirschmark, Kirsch, Puma, ja, hab ich nur einmal, lass ich mir erstmal. Wolf, auch nur einmal, ja gut. Echt nur einmal? Ich werd da so viele Wölfe. Na egal. Dann Biber. Biber, haben wir gejagt, ist super. Schickt mal den Konvoi los, haben wir wieder 1000 mehr, hoffentlich. Wir haben zwar ein Risiko von 10% angegriffen zu werden, aber, da sind wir jetzt Knaller, da gehen wir jetzt drauf ein. Jetzt haben wir aus irgendeinem Grund 25 Pfund bekommen. Ach ja, dann machen wir noch schnell Achilles Mission. Was ist das denn? Rätsel des Landhauses. Hui! Das klingt cool. Connor, komm mit mir. Aua. Okay. Soll ich etwas suchen, das vielleicht dorthin passt? Keine Eile. Am Ende wird sich das richtige Stück schon finden. Bestimmt. Wie du willst. Da ist eine Truhe in einer Höhle am Rand des Grundstücks. Könntest du sie mir holen? Ich würde ja selbst gehen. Mit diesen alten Knochen geht es nicht. Ups. How did this happen? Yep. Und da bin ich wieder. Hui. Mehr. Entschuldigung. Wie passiert mir das immer? Meine Maus kommt irgendwie immer aus dem Spiel. Norris mit dir. Ein großer Fels blockiert den Höhleneingang. Du wirst ihn irgendwie beiseite. So, wir sollen also in irgendeine Höhle irgendein Ding holen. Ja, ich habe die Mission voll verstanden. Erstmal aber mit Norris reden. War Norris
Norris. Norris ist auch gut. War Norris der, der diesen lustigen Akzent hat? Ich verwechsel die immer. Naja. So. Ja, machen wir erstmal so ein bisschen Nebenmissionen, ne? Ich hab da ein bisschen Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. Wie gesagt, wenn ja, beschwert euch. Vielleicht achte ich da drauf. Haha. Nein, ernsthaft. Ihr könnt mir immer gerne Kommentare hinterlassen. Nachrichten schreiben. Das ist alles gar kein Problem. So. Aua. Das war jetzt unnötig. Und hui. So, wir sind, ne, noch lange nicht da. Mist. Ich dachte, der wäre näher dran. Hätte auch das Pferd nehmen können. Na, egal. Ach, zu Fuß ist eh gesünder. Immer diese Pferde. Yo. Okay. Machen eh nur impotent. Und sehen hässlich aus. Schau mal, nur Negatives vom Pferden. Echt, das Einzige, wofür sie gut sind, ist vielleicht zum schneller vorankommen. Aber dafür hat man auch Autos. Und vielleicht schmecken die noch ganz gut. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein Pferd gegessen. Tschüss. Entschuldigung. I'm not the big horse fan. Und ich habe das schon mal erzählt. So, da sind wir gleich da. Oh, wo ist der Typ denn? Oder gehen wir. Ah, nee, wir gehen schon in die Höhle. Oder Richtung Höhle, ne? Oder gehen wir erst zu Norris? Wo lebt der denn? Ah, doch, das ist doch der Franzose. Hui! Was ist denn. Ja, Mann. Was ist denn das da gerade oben rechts gewesen? So ein nicht ausgeklapptes Fenster. Na egal. Ah ja, das ist doch der Franzose. Le Franzose, oui, oui, hallo. Bonjour, je veux parler avec toi. Norris, ich muss etwas holen für den alten Mann und er sagte, es müssten erst Felsen beseitigt werden. Ja, ich werde Sprengstoff mitbringen. Yo, das ist nett von dir. So, Norris zum Eingang der Höhle folgen. Na, folgen wir ihm mal. Sicher keine von den üblichen Kolonistinnen. Gute Schützin. Sie hat den Boomerang. Sie ist stark und tüchtig. Von dem ich wüsste. Der Norris. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so. Ich würde sie gern besser kennen. Rede doch einfach mit ihr. Ich spreche. Vorsicht, das Pulver darf nicht nass werden. Alles in einer Zeile, super. Ich kann leider auch nicht rennen, tut mir leid. Ich bin jetzt irgendwie in Lahme-Schnecke-Modus. Gott, du Lahme-Schnecke! Beweg dich! Jetzt weiß ich, warum er mir geraten hat, dich mitzunehmen. Kein Problem, wir sprengen ihn. Sei mein Gast. Wo seht ihr überhaupt eine Höhle? Hier ist alles zu. Hier seht ihr ja lustige Vögel. Ja gut, dann. Ach nee, das war hier. So, dann muss ich erstmal hier. Da ist sie ja schon. So, und zack. Gut, ne? Vielen Dank. Ja, sieht nicht sicher aus da drin. Pass gut auf. Ich bin an der Mine. Sehr interessant, was du über Myriam sagte. Myriam ist super. So, dann gehen wir mal flux. Mutig, todesmutig in diese Höhle rein. Woher auch immer. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Woher auch immer die wussten, dass da hier eine Höhle ist. Ah, okay, wo gehst du denn? Oh Gott, es vibriert hier so. Wow, ich habe Angst. Okay, ich gehe mal da lang. Oh Gott, hier stößt doch alles ein. Wo schickt mich der Mann eigentlich hin? Das ist ja unglaublich. Ey, der will doch, dass ich hier verrecke. Was ist das denn für eine Höhle? Ich fühle mich wie Indiana Jones. Entschuldigung. Immer da. Wie, noch hoch? Ach, da. Oh Gott, das ist... Boah, an keiner Stelle wäre ich jetzt sehr unruhig. Hui. Wow. Auf den Ast und... Oh Gott, es wackelt. Okay.
Und... Kletterkonner, Hilfe! Da ist es. Oh ne, Schlossknacken, echt. Hier, Schlossknacken, seid ihr völlig behindert? Okay, links, rechts. Vorsichtig. Assassinenzeichen ist da ja drauf. Na, jetzt kommen. Links, 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 links. Ah, Mist, da war es gerade. Oben. Und... Oh, da war es doch. Nein. Boah, okay, Mauspad nochmal weg. So, das hatten wir ja schon mal so. Na, unten. Ja, okay. Hab's. Jetzt bloß die Maus nicht bewegen und... Ja, wir haben's, oder? Wir haben's. Oh. Ja. Wo ist das denn? Okay, wir haben jetzt irgendwas. Ganz flugs irgendwo eingepackt. Ja, dann... Oh. Wow, aus der Höhle entkommen! Raus hier, Connor! Oh. Ja, vielleicht doch nicht so. Hups. Das war geplant. Okay, dann wie jetzt? Hilfe, ihr macht mir Stress. Wo muss ich denn hin? Dahin? Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hilfe, Connor! Und zack. Und hoch. Und... So, vorsichtig. Wow. Schnell runter. So. So, runter und raus. Raus. Immer raus. Oh Gott. Okay, da ist sie. Da vielleicht nicht. Dann halt hier rum. Das geht eh alles. Richtung Ausgang. Scheiße. Hier ist offen. Hier ist offen. Uah. Oh Gott, noch eine Minute. Ich schaff das niemals. Ah. Connor! Ist es schon nicht auf dem Hinweg was drunter gefallen? Also so an Steinen und Weg versperrt und so. Oh, bitte jetzt nicht schon wieder Weg versperrt. Nein! Verdammt! So nah! Fies! Ich bin auch fast draußen. Huah! Oh! Nein! Nein! So. Wusste ich doch. Ha! Haha. Uah. Och, ehrlich, was ist denn mit dem Spiel los? Entschuldigung. So. Und ich bin wieder da. Ja! Und. Ja! Mist. Puh. Wir sind raus. Oh. Das war knapp. Boah. Alter, was hier für... Was zum Henker war das? Warum stürzt da plötzlich alles random runter ohne Vorwarnung? Vor allem erstmal, ja, ich stamm da so langsam rein, dann paff! Kaum ist die Truhe offen, schon geht's ab wie unter Schmidts Sofa. Mann. Ja, unter Schmidts Sofa. Ich will gar nicht wissen, wie es da abgeht. Hui! Oh, den hatten wir auch schon, ne? Upsala. Stimmt, wir hatten gerade eben noch ein Waschbären. Und selbst den hatten wir nicht zum ersten Mal. Hehe, Entschuldigung. Entschuldigung, Mutter Natur. Ihr Waschbär wird in gute Hände kommen. Oh, Biber. Die geben leider Geld. Tut mir leid, Mutter Natur. Also wäre das echt, dann gäbe es hier keine Biber mehr. Oh, da hinten war noch einer. Hui. Aber ihr habt gesehen, der bringt gut Geld. Der bringt 300. Deswegen nehme ich den so gern. Da. Nee, hier. Jawa. Ich habe schon gesagt, ne, was das heißt. Das heißt Danke. Habe ich mal aus irgendeinem Satz erschlossen, als sie mal miteinander geredet haben. Wo der Freund von Connor immer sagte, danke. Also, da, ich danke dir, oder ja. Du hast mein Leben gerettet, vielen Dank dafür, oder so. Dann, da kam auch das Njawa drin vor. Und Connor hat das auch mal gesagt zur Ältesten im Dorf. Also einfach nur, genau diese, vor allem genauso dieser Ausschnitt. Das klang ganz genauso. Ich weiß bloß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber irgendwann, als wir mit der geredet haben, da hat er Njawa gesagt. Ah, ich weiß, als er losgezogen ist und Assassine geworden ist oder wurde. Um Assassine zu werden. So. Hui. Ja, gut, dann liefern wir das Paket ab und dann reicht's, glaube ich, auch für heute. Ja, das schaffen wir noch in der Folge. Das wird schon.
Da bin ich optimistisch. So. So, ich dachte, es wäre ein Tier oder so. Das war aber nur ein Büschel Gras oder so. So, zack, zack. So. Hui. Ach ja, da sind wir. Ich frage mich, was das jetzt ist, was wir geholt haben. Vor allem, wo ist das überhaupt? Konrad hat sich nicht mal umgeschnallt oder so. Ist einfach verschwunden. Ach ja, es ist weg. Es war voll groß und so, aber jetzt ist es weg. So, wahrscheinlich ist Achilles unten, oder? Oder? Vermutlich. Ziehen wir einfach mal hier an der Kerze. Zack. Hui. Ja, mach ich bei mir zu Hause auch so. Ich habe da auch so Fackeln hängen, da muss ich dran ziehen, dann komme ich ins Klo. Ist ja praktisch. So, da sind wir. Jo, Achilles, guck mal. Ich hab, was du wolltest. Aber ich muss wissen, wer es dorthin gebracht hat und wozu. Ich war's. Ich brachte es dorthin, wo nur ich es erreiche. Doch das ist sehr lange her. Oh? Wem hat das einst gehört? Es ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonien kam. Oh. Cool. Retro. Nice. Oh, wir haben voll viel... Ach, das ist der Konvoi. Juhu. Schön. Oh, hängt die nicht mehr hier? Die... Oh, schade. Ich dachte, vielleicht hängt die hier das irgendwo... Oh, steht irgendwo rum. Na, schade. Aber ich glaube, hier hängen dann nur die Monturen, die wir kaufen würden. Also diese ganzen Farben und so, bla bla. Hübsch. Das erste Assassin, der in die Kolonien kam. Ja gut, dann, genau, dann wollte ich eigentlich auch schon für heute Schluss machen. Dann sieht man sich in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3, wo wir dann direkt weitermachen mit der Storyline. Vielen Dank für eure Geduld, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, man sieht dann in der nächsten Folge hoffentlich. Bis dann, tschüss!